close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Kanal. Ich hoffe, euch hat mir letztes Video mit Robin gefallen. Da war die Qualität leider ein wenig schlechter. Aber ja, an diesem Video sollte es hoffentlich wieder besser sein. Und zwar, es gibt wieder schlechte Nachrichten. Erstmal, ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Das ist eine neue Straße, die war vorher gefühlt noch nicht da. Und ich fahre jetzt einfach mal lang, gucken, wo es da so hingeht, was hier so ist. Und ja, es gibt wieder schlechte Nachrichten, also jetzt wieder gute Nachrichten. Es gab zwischendurch schlechte Nachrichten. Und zwar habe ich auf einem Sonntag Nachmittag, ich war 2 Stunden schon unterwegs, habe keine Videos aufgenommen, wollte mal ein bisschen entspannt für mich Motorrad fahren. Und da war ich unterwegs und dann plötzlich wollte ich gerade zu einer Freundin fahren. Und ja, dann bin ich jetzt eine kleine Bodenwelle gefahren und zack, war die Duke aus. Also der Motor war aus, die Zündung, alles war noch an, Display war noch an und so. Und ja, dann war sie einfach aus. Und ging nicht mehr an. Hat noch der E-Starter hat sich zwar noch gedreht und so, aber sie hat halt nicht mehr angegangen. Ja, dann bei dem netten Herrn, bei dem ich war, weil ich bin quasi 20 cm, also so ein paar Meter vor der Haustür liegen geblieben. Wirklich sehr Glück gehabt, weil ich bin vorher noch auf der B6 gewesen. Und ja, wenn ich da liegen geblieben wäre, ja Leute, kann man sich ja ausdenken, was da so passiert wäre. Ich hätte mich keiner abholen können und so weit schieben hätte ich auch nicht mehr gekonnt. Auf jeden Fall war was kaputt an meinem Motorrad, das ist jetzt schon repariert. Ich weiß auch, was es war. Es hat nicht lange gedauert, hat mich zwar... Wir fangen erstmal ganz langsam an. Dann bin ich da liegen geblieben, ging nicht mehr an. Und ja, falls ihr so ein Problem habt bei eurer Duke mal, dann kann ich auf jeden Fall sagen, was es ist oder was ihr probieren solltet, was eine relativ billige Lösung ist. Ja. Und so bin ich halt liegen geblieben, ist halt nicht mehr angesprungen, dann habe ich sie erstmal da stehen lassen, wurde vom guten Robin nach Hause gefahren. Grüße gehen raus an dich. Wenn ich dran denke, blende ich jetzt dieses Insta ein. Ja, und zwar hat mich der gute Herr mitgenommen und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann bin ich die ersten Tage zur Schule mit meiner, also meine Mutter hat mich hingebracht und abgeholt und mit dem Bus und Bahn bin ich dann dahin gefahren. Und ja, da habe ich halt damit rumgerätselt. Der gute Herr, wobei dem es liegen geblieben ist, der kennt sich ein bisschen mit Motorrädern aus und der hat gesagt, ja, das könnte das Steuergerät sein, was kaputt ist. Das hatte er auch schon mal. Dann ist er zu KTM gefahren, hat 700 Euro bezahlt. Ich so, geil, Digga, das Bike soll in 2 Monaten weg. Erstmal 700 Euro Steuergerät holen. Gar keinen Bock. Ja, ich kann ihn jetzt restlich mal anhalten, damit ich nicht mehr fahren muss. Dann kann ich euch das auch genauer zeigen, was kaputt gegangen ist. Willkommen in der kleinen Werbeunterbrechung. Ja, schaut mal gerne bei Candy Chaos auf Insta vorbei. Insta angemeldet, erste Link in der Beschreibung. Machen, also haben super, super geile Süßigkeiten aus verschiedenen Ländern. Haben auch Trinken, Süßigkeiten. Unterstützen uns ein bisschen. Wir haben schon ein paar Sachen von denen bekommen. Und waren auf jeden Fall sehr, sehr geil. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und zwar, ja, hat sich so angehört, als wenn sie keinen Zündfunk mehr hat. Dann habe ich mit meinem Vater telefoniert. Sachen probiert, die ich ausprobieren sollte. Zündkerzenstecker abmachen und sowas. Und ja. Und zwar halte ich jetzt hier erstmal an. Ja, Leute. Hier ist ein legendärer Ort. Ja, und zwar bin ich dann halt liegen geblieben, ist nicht mehr angesprungen. Hat sich angezündet, wenn kein Zündfunk mehr da ist. Das war der erste Gedanke, den mein Vater hat. Dann macht er mal den Zündkerzenstecker ab, guck, ob das Kabel irgendwo beschädigt ist. Kabel war ein bisschen beschädigt, aber ich denke mal, dass jetzt das Problem war. Dann war ich bei KTM, die so, ja, könnt ihr die Zündkerze. Dann haben wir für 20 Euro eine neue Zündkerze eingebaut, auf dem Nissan Navara oben drauf oder Spike halt oben drauf, Pickup. Soll ich dann eine Zündkerze einbauen. Und dann haben wir das gemacht, ich mache mein Back mal aus. So, da habe ich eine neue Zündkerze einbauen lassen für 20 Euro. Ist kurz gelaufen. Hat sie vorher auch ab und zu mal gehabt, dass ich sie ein paar Tage stehen gelassen habe, ein bisschen am Zündkerzenstecker gewackelt habe. Ist sie auch kurz gelaufen und dann wieder ausgegangen. Hat sie angefangen, so Zündersetzer bekommen und ist dann ausgegangen. Dann war ich zu Hause mit der neuen Zündkerze und bin halt dann eine kleine Runde gefahren. Hat zwischendurch dann ein bisschen funktioniert. Dann hat sie wieder Zündersetzer bekommen und ist halt wieder ausgegangen. Ich so, ja geil. Was soll ich jetzt machen, Leute? Und das Ende vom Lied war, ich habe dann mal hier diese kleine Abdeckung hier
so groß wie ein Spiegel sieht, der hat mir einen Hitzschutz ein bisschen geholt. Aber dann habe ich halt hier hinter dieser Abdeckung ist die Zündspule. Ich blende jetzt mal ein, wenn das falsch war, aber das müsste die Zündspule sein. Da geht ein Kabel hier drüben. Oh, ich hoffe, dass man das sieht, ey. Hier drüben, ich blende euch jetzt einfach mal Bilder ein, falls man es nicht sieht. Da drüben sieht man es jetzt. Da ist die Zündspule, die geht hier mit dem Kabel rum in die Zündkerze. Da kommt dann der Zündfunke her. Und ja, die war halt eben kaputt. Die brauche ich halt neu. Und ja, da war halt eben das Problem. Und ja, da habe ich mir eine Zündspule von KTM besorgt für 50 Euro. Und schon mal mein Motorrad wieder heile, Leute. Na, das war jetzt so das kleine Ding, was ich halt eben hatte in meiner Jugend, dass halt die Zündspule kaputt war und halt keiner wusste, was lag. Ja, im Endeffekt hat mich die Reparatur dann 70 Euro gekostet. Tut jetzt nicht weh, besser als ein neues Steuergerät für 70 Euro. Und ja, im Endeffekt war es halt nicht so viel. Es hätte mich wesentlich schlimmer treffen können. Sage ich euch so, wie es ist, Leute. Und ja, war eigentlich relativ entspannt. War jetzt nicht so schlimm, dass es kaputt gegangen ist. War halt ein Fehler, der relativ unerwartet kam. War halt sehr verrostet, meine alte Zündspule. Kann jetzt sein, dass dadurch kaputt gegangen ist. Und ja, das soll auch nur so ein kleines Update-Video sein. Falls ihr irgendwelche Probleme mit der Richtung mit eurer Duke habt, dass sie quasi einfach ausgeht, wenn ihr dann ein bisschen den Zündkernstecker wackelt, die nochmal richtig reindrückt und ein bisschen das Kabel bewegt und sie dann halt wieder kurz läuft, dann immer so leicht zündet, dass man kommt, immer so ein kleines von der Drehzahl einbricht, dann trotzdem anbleibt und irgendwann ganz ausgeht. Wechselt mal für 50 Euro eure Zündspule, die kriegt man auf 25 Euro im Internet. Ich habe sie jetzt direkt von KTM gekauft. War ein bisschen teuer, aber besser als 2 Wochen drauf zu warten. Ja, denk mal, das war's mit einem etwas kürzeren Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr für solche Sachen immer up to date sein wollt, Leute. Schaut mal gerne auf Insta vorbei. Ist jetzt eingeblendet irgendwo. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt auch schon mal hattet, ob ihr vielleicht den Fehler kennt, weil es soll relativ oft vorkommen, der Fehler. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich extrem freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.